So, hallihallo. Jetzt habe ich den ganzen Tag damit verbracht, rumzubasteln und ihr könnt raten, wo dran. Richtig, an meinem überkrassen, mega geilen Header, den ihr hier oben seht, und den geilen Bottom-Linie da unten, womit ich mein Browser-Interface verdecken möchte. Mann, sieht das spartanisch aus. Naja, ich sag mal so, es ist ein Anfang. Ich versuche mich gerade erstmal mit GIMP so anzufreunden. Hofft auf Besserung, beziehungsweise erwartet Besserung. Ich werde mich dann noch mehr beschäftigen, wenn die Zeit es zulässt. Jetzt habe ich gedacht, zocken wir erstmal eine Runde. Ich habe die letzten 2 Tage vor allem Songhai probiert. Vorher noch ein bisschen Lyonaa. Ich denke, dazu werde ich auch nochmal 2, 3 Videos machen mit den Aufnahmen, die ich da gemacht habe. Demnächst aber Songhai, und habe da eigentlich sehr Gefallen dran gefunden. Und das Starterdeck von Songhai hat mich recht weit gebracht. Ich habe es noch nicht ganz gelevelt. Damit will ich jetzt weitermachen, vor allem weil ich jetzt auch den Quest dazu habe gerade. Und schauen wir mal. Ich glaube, ich bin jetzt Rang 16 oder so im Moment. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen bestehen können mit dem Starterdeck. Songhai, was soll ich dazu sagen? Bisher sehr sneaky, gefällt mir viel mit der Backstep-Technik. Angefangen. Ich werde jetzt einfach mal hier den Golem replacen und dann generell nochmal weiter was zu den Karten sagen, die wir hier haben. Die bringen uns gerade auch noch nicht so viel. Ah, okay. Schauen wir mal. Was haben wir hier auf der Starthand? Ghost Lightning, ein Schaden alle gegnerischen Minions für ein Mana. Ist ein schöner Clear, vor allem wenn man zum Beispiel gegen Obsidian spielt, die ja recht viele Minions mit einem Leben am Start haben. Erstmal den Rock Golem und noch ein Kaido. Kann man schön clearen, die kleinen Minions. Der Kaido Assassin, auch eine, sag ich mal, Signature-Figur bei den Songhai. Hat Backstep 1, das heißt, wenn er hinter dem Gegner steht, hinter dem General, hier quasi, und ihn von dort aus angreift, wird er nicht zurück attackiert und kriegt einen Schaden noch mehr. Das heißt, er macht dann 4 Schaden. Ich versuche immer 2. Ich versuche den ersten zumindest so zu platzieren, dass er nicht direkt geklärt werden kann, außer er hat halt ein Spell dafür, weil man schön mit anderen Karten wie Mist Dragon Seal oder so den Kaido Assassin dann hinter den Gegner teleportieren kann und so einen direkten Angriff starten kann. Zumindest habe ich das bisher gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Wie es aussieht, hat er aber. Hat er einen Clear? Das sah gerade so aus, als wollte er. Wir schauen mal. Nein, er spielt den Earthwalker erstmal auf die Mana Sphere. Verstehe ich nicht ganz warum. Ich hätte ihn jetzt hier oben gespielt, weil die Mana Sphere hat er offensichtlich nicht gebraucht. Wahrscheinlich wollte er mir sie einfach nicht gönnen. Wir replacen mal den Golem, weil wir den eh nicht spielen können. Ghost Lightning zweimal. Kaido Assassin bringt uns jetzt gerade nicht so viel, weil ich mit ihm natürlich nicht an den Earthwalker rankomme. Kriegen wir den Earthwalker klein, wahrscheinlich mit Ghost Lightning und unserem General. Vielleicht bewegen wir den Kaido Assassin doch mal ein bisschen vor. Ich benutze jetzt mal die Blood Rage Mask. Immer wenn ich ein Spell spiele, bekommt der gegnerische General einen Schaden. Gut, weil ich möchte jetzt Ghost Lightning spielen. Schade so dem Minion und auch dem General. Ich habe mir bei den Spielen mit Songhai, die ich bisher gemacht habe, und da ich auch ein paar Aufnahmen gemacht habe, überlegt, dass ich halt ein anderes Format noch die Spiele, die ich jetzt aufgenommen habe und nicht dazu gesprochen habe, im Nachhinein kommentieren möchte, um ein bisschen
bisschen aufzuzeigen, wie ich meine Entscheidung getroffen habe, noch ein bisschen eruieren und um aufzuzeigen, welche Fehler ich gemacht habe, wo ich hätte anders handeln können, wo vielleicht so der Tipping Point war. Kaido Assassin kriegen wir jetzt immer noch nicht hier hinten dran. Wir könnten einen anderen nehmen, den ich hier platziere. Wir wollen jetzt aber erstmal gucken, dass wir den hier loswerden. Der Zohan Shaman, hat eben den Dying Wish, dass er 4 Leben zu allen Minions herumgibt, wenn er stirbt. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal hier den Primordial Gazer erledigen, dass er nicht noch gebufft wird, wenn wir den hier erledigen. Den Gazer nehme ich an, töten wir mit Phoenix Fire. Der bringt uns nicht viel. Wir töten den mit Phoenix. Den Gazer töten wir mit unserem General. Den Schamanen dann mit Phoenix Fire. Und unserem Assassin. Und dann spawnen wir direkt noch einen Assassin hinten dran, würde ich sagen. Ist eigentlich eine ganz schicke Idee. Aber vielleicht auch mal direkt. Was passiert? Nicht ganz optimal, wie wir das hier aufbauen. Wir haben zwar die Sachen des Gegners geklärt, haben dabei aber auch mehr Leben verloren als er selbst bisher. Und unsere Blood Rage Mask hat auch nur noch eine Durability. Das heißt, wenn wir noch einmal Schaden nehmen, ist sie kaputt. Ah, er spielt den Battle of Zilliqa. Frage, wie wir den klären. Können wir ihn überhaupt klären? Können wir nicht. Das ist die Sache. Das ist Level 19, okay. Hat auch ein Full Deck, wie wir sehen. Das ist die Sache mit den mit den Starterdecks. Gestern eine Unterhaltung mit einem aus meiner Freundesliste. Die haben recht wenig Removal Möglichkeiten, also recht wenige Spells oder Minions, die schnell kurzen Prozess mit solchen Drops machen, wie dem Silitha hier. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir dem irgendwie ausweichen und selbst irgendwas aufs Brett kriegen, was dann im nächsten Zug. Das war doof. Was dann im nächsten Zug wieder mit dem hier zurechtkommt. Hat er 6 Mana, wird den wahrscheinlich buffen. Da haben wir es schon. Und er hat eine Natural Selection, ein sehr nerviger Spell von den Magma. Tötet das Minion mit der niedrigsten Angriffskraft. Was im Moment ja nur mein kleiner Drache war. Jetzt bringt er recht viele Kreaturen aufs Brett, die wir nicht so ganz handeln können. Müssen uns jetzt mal eine Taktik überlegen, wie wir darauf reagieren. Wir haben jetzt 6 Angriff für den General oder für unseren Minions. Also das Saber Spine Seal hier bringt plus 3 Angriff für den General oder irgendeinen Minion, das wir buffen. Wir könnten ihm jetzt also Face quasi direkt 8 Schaden zufügen, hat er noch 10. Es wird uns aber im Long Run nicht viel weiterbringen, weil er ja noch so 2 Kreaturen hier auf dem Brett hat. Was können wir tun? Wirklich nicht viel. Nicht viele Möglichkeiten zu reagieren. Wir sind ein bisschen in der Bredouille hier.
können nicht viel mehr machen, als unsere Minions zu droppen und zu schauen, was er dann macht. Keine gute Lage, ich muss zugeben. Ich fühle mich auch gerade irgendwie wirklich ein bisschen desorientiert und habe nicht so einen richtigen Plan, wie das Ganze läuft. Vielleicht mache ich auch gleich noch ein Video, wie ich mir ein richtiges Song-High-Deck zusammenstelle. Ich meine, ich habe die Fraktion schon fast ganz aufgelevelt. Mir fehlt noch eine Karte. Ich wollte sie erstmal hochleveln, bevor ich dann mir ein Deck baue. Also erstmal alle Basiskarten besitzen. Eventuell investiere ich dann noch ein bisschen Geld und kaufe meine ersten Booster-Pakete für Echtgeld und öffne die dann auch mit euch. Wow. Jetzt wird es etwas eng für uns. Wir sind den General mit Frenzy. Das bedeutet, der General, wenn er im Umkreis Minions hat, die er angreift, dann nehmen die auch Schaden. Also wenn jetzt, sagen wir, der Magma-General sich hier hinstellen würde und mich angreift, mein General, kriegt auch mein fliegendes Monster Schaden. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Das sieht aber gerade nicht so schön aus. Phoenix Fire. Das ist gut. Phoenix Fire ist gut. Können den Silithar töten, aber dann hat er wieder, ist er in Eiform. Wir können ihn hier töten mit dem General, aber das. Liebe Freunde, das sieht nicht gut aus. 5 Face, 8, wir können ihn töten. Oh! Oh, meine Freunde. Nichts verzagen. Songhai fragen. Ich erkläre gleich nochmal, was passiert ist. Wir haben tatsächlich gewonnen. Ha! Und sind jetzt auch Level 10. Was ist passiert? Wir hatten die zwei Saberspine Seals noch auf der Hand. Das bedeutet, wir konnten unseren General auf insgesamt 8 Schaden hochbuffen. Der Gegner hatte noch 15 Leben. Unser Drache hat überlebt aus letzter Reihe, die hat er vergessen zu klären, beziehungsweise er wollte ihn nicht klären, er hat gedacht, den kann ich mir für später aufheben. Ist ihm zum Verhängnis geworden. Denn mit dem Drachen haben wir 13 Schaden gemacht, plus den 3 Schaden von dem Phoenix Fire. Damit kann ich 3 Schaden am Minion oder an einem General anrichten. Hatten wir insgesamt 16 Schaden, das heißt sogar einen Schaden mehr, als wir gebraucht hätten, und konnten ihn so in letzter Sekunde noch töten. Wunderbar. Das hat mich überrascht. Unverhofft kommt dann doch oft. Ich benutze mal dieses tolle neue Feature, das sie gerade ausprobieren hier. Nämlich, dass man seinen Gegner, wenn man gewonnen hat, mit 5 Gold belohnen kann. Also ihm so quasi so ein Trinkgeld geben. Tipp auf Englisch. Wenn einem das Spiel gefallen hat, wenn man Mitleid mit dem Gegner hatte, wie auch immer, kann man das machen. Das machen wir jetzt auch mal, weil das ja doch eine sehr knappe Geschichte war und er jetzt nur durch unseren, ja, durch seinen einen doofen Fehler dann doch verloren hat, nämlich das Minion nicht zu klären. Aber das ist mir auch schon oft passiert und das werde ich, glaube ich, in einem Analysevideo auch nochmal zeigen, wo man da aufpassen muss und wo man was hätte besser machen können. Da kommt auch unsere finale Karte, der Chakri Avatar. Finde ich eine ganz schöne Karte, denn immer wenn man einen Spell castet, bekommt hier der Chakri Avatar plus 1/1. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich recht viele Spells gecastet, schon im Standard-Deck. Und da kommt schon einiges zusammen, wenn man sich da, wenn man den Chakri Avatar auf dem Feld hat und ihn auch auf dem Feld halten kann. Schöne Karte, schönes Spiel.
Ja, Rang 16. Lief ganz gut. Wir haben 25 Gold bekommen für unseren First Win. Das heißt, wir haben, glaube ich, sogar 100 Gold. Ja, wundervoll. Um hier noch einen Booster zu öffnen in dieser Folge. Das machen wir doch auch gleich. Ich nehme an, für eine der nächsten Folge werde ich mir hier mal so 7 Spirit Orbs kaufen für 10 Euro. Und die öffnen wir dann alle mal zusammen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was hier in dem einen drin ist. Kommt nicht was für Song rein. Der erste Überblick sagt nichts für Songhai. Wir haben aber einen Legendary Vorpal Reaver für ein bisschen. Sehr schick. Habe ich mir gestern noch angeguckt, ein bisschen die Abyssian-Karten. Um ehrlich zu sein, weil ich überlegt habe, alle meine Legendaries etc. aus den anderen Fraktionen als Songhai zu disenchanten, damit ich mit dem daraus entstandenen Spirit neue Karten machen kann. Für Songhai. Da überlege ich mir das, glaube ich, aber nochmal, weil der doch schon eine recht schöne Karte ist. Ja, sonst hier drei Karten für Vitruvian, der Starfire Scarab. Dem bin ich schon ein oder zweimal begegnet. Eine ganz schicke Karte, auch mit Blast. Astral Phasing. Auch recht nützlich, wenn man Freunde des Minions aus der Krise bringen möchte, weil man es mit Fliegen und noch 5 Leben ausstatten kann. Die anderen. Der Lightbender ist, glaube ich, auch noch ganz schick für diverse Decks. Den muss ich mir noch genauer angucken. Er dispelt alle Felder um ihn herum. Das heißt, es ist quasi so ein Massendispel. Ganz schön als Reaktion auf diverse Buffs etc., wie wir sie zum Beispiel gerade bei den Magma gesehen haben. Ja, zuletzt hier die Sundrap. Können wir ein Minion quasi festhalten auf dem Feld, wo es gerade steht. Und es kann sich dann nicht mehr bewegen. So viel zu unserem Booster Pack. Das war es jetzt auch für die Folge. Wie schon zuvor, gerne kommentieren. Mir sagen, ob es gefallen hat, was nicht gefallen hat, was ich besser machen kann, was ihr euch noch wünscht. Von den Formaten, ob ihr das Format gut fändet, mit dieser nachträglichen Kommentierung. Und jetzt werde ich auch schon angerufen und höre doch einfach mal auf zu labern. Tschö!